Hi Leute, und da sind wir auch schon wieder zu einer weiteren Folge Simps the Sorcerer 3D. Ja, wir sind immer noch hier in diesem komischen Gnomenbau und auf der verzweifelten Suche nach Kröten. Genau, wir müssen ja Schmetterlinge fangen, dann kriegen wir Kröten. Ich habe das angezündete Dynamit, ich habe auch nicht angezündetes Dynamit und die komische Linse. Ja, aus unserem Teleskop haben wir scheinbar so eine Art Schussvorrichtung gebaut. Weiß nicht genau, auf jeden Fall weiß ich immer noch nicht genau, was ich alles tun soll und lassen kann, deswegen gehen wir erstmal wieder raus. Ja, beim letzten Mal haben wir rausgefunden, dass wir hier irgendwie rein können, aber das hat uns gar nichts gebracht. Und an sich brauche ich immer noch 50 Kröten, um jetzt habe ich Faden verloren. Ja, genau, für das Gnomenschießen, um mich da anzumelden. Und ich glaube immer noch, die Schussvorrichtung haben wir gefunden. Oder so. Und ich bin immer noch verstört, dass ich keine Ahnung habe, was ich hier machen soll. Ich finde es ein bisschen, ja, weiß nicht, ich stehe ein bisschen auf dem Schlauch. Deswegen gucken wir uns hier nochmal um. Da oben immer noch diese Bonbons. Irgendwas müssen doch diese Bonbons hier bringen, ja? Also, wenn ich die einsammle, geht irgendein Timer los. Ist doch irgendwie schon komisch. Okay, hier ist noch ein Bonbon. Aha. Okay, es scheint so, dass man hier irgendwie dann ein... wie eine Rallye oder sowas laufen kann. Hm? Ja, auf jeden Fall läuft dann mit die Zeit wieder verlängert. Wenn man das macht. Das ist ja schon mal ganz nett. Nur, wo geht's nach dem dritten Teil hin? Okay, da haben wir eine Aufgabe für diese Folge. Wir machen eine Bonbon-Rallye oder was ist denn das? Das sieht irgendwie so ein bisschen... Das eine sieht irgendwie aus wie so... ist ja widerlich. Sieht ein bisschen eklig aus wie so ein Fischauge. Na gut. Drei haben wir schon mal gefunden. Okay, aber wo geht's weiter? Was ist denn hier? Wir haben jetzt 8 Sekunden. Ich hab keine Ahnung, wo wir jetzt hin müssen. Okay, es scheint auch immer erst das nächste aufzutauchen, wenn wir das vorherige eingesammelt haben. Aber ich sehe nur die drei. Bin ich jetzt blind? Weil die ersten sind ziemlich eindeutig. Und hier, wenn ich jetzt hier drüber laufe, weiß ich, warum ich das noch nie gesehen habe. Und das hier ist sehr eindeutig. Man hier 1, 2, 3. Sieht man ja. So, und jetzt? Soll ich mich einfach mal um? Nee, irgendwas? Nee. Das wird jetzt eine ziemlich langweilige Folge, weil ich die ganze Zeit nur im Kreis laufe. Ah, da war doch jetzt nichts. Oder habt ihr da was gesehen? Also ich habe da jetzt nichts gesehen. So, 1, 2. Vielleicht müssen wir wieder umdrehen. 3. Was soll? Tatsache, hier, 4. Ha! Muss umdrehen, das ist fies. 5. Hier ist einer. Okay, sieht gut aus. Wenn ich dran vorbeiläuft. Und jedes Mal, wenn man es isst, wird die Zeit resettet. Das ist ganz gut. Lauf schneller! Nein! 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 Ich bin dran vorbeigelaufen. Oh Gott! Ja, das wäre mir aber auch mit einer anderen Steuerung passiert. Das kann ich euch jetzt schon versprechen. Das ist jetzt hier irgendwie mit einem Controller wäre. Wäre ich auch dran vorbeigelaufen, 100 Pro. Weil ich und Controller steuere mit diesen Control-Sticks, bin da immer ziemlich schlecht drin. So, umdrehen. Das ist echt fies, dass man da einmal komplett umdrehen muss. Na, das habt ihr ja erlebt, also in Pass of Destiny, dass ich da auch manchmal etwas planlos durch die Gegend gelaufen bin, weil ich mit dem Stick nichts rankomme. Ich meine, der Stick war gut und die Umsetzung war auch gut, ich war einfach zu blöd dafür. Was das angeht. So, auch schneller, Simon. Ah, da ist noch eins. Lauf! Ach, jetzt sind wir bei diesem Rosa.
Ah! Ein Lebkuchenhäuschen. Mit Mauer. Und Donut-Tor. Ein Donut-Tor. Oh. Das ist Schokolade. Das ist ja süß hier mit den Lollis. Cool, jetzt wissen wir, was diese seltsame Rosa ist und warum es hier einen Teleporter hergibt. Damit man in dieses blöde Bonbonhaus kommt. Ach toll, jetzt hänge ich in den Bonbons fest. Das scheint so hier so Lebkuchen-Hexenhäuschen zu sein. Mit noch mehr Fischaugen. Zuckerwatte oder was? Was ist das hier? Das ist ja widerlich. So. Die leckerste Tür, die ich jemals gesehen habe. Das erinnert mich an die das Lebkuchenhäuschen aus Simon 1. Hallo? Da war gerade ein Ladebild. Hallo? Tja, keiner da. Alles klar, scheint keiner zu Hause zu sein. Zeit zum Plündern. Ja. Vorsicht, Eindringling. Dieses Haus ist magisch geschützt. Nehmen Sie nichts mit, das Sie nicht auch beim Betreten bei sich hatten. Sonst blüht Ihnen höchst Unerfreuliches. Okay. Wer spricht da? Hier spricht die automatische Sprachbox. Die Hexe kann leider gerade nicht hier sein. Wenn Sie etwas gebraut oder verflucht haben möchten, antworten Sie nach dem Ton mit Ja. Aha. Ein Anruf beantworten. Bizarr. Oh ja. Ein Anrufbeantworter. Ich meine, Simon 2 hatten wir diesen Lampenbeantworter. Gott. Grafik hier ist ja Katastrophe. Da war was. Da ist die Tür. Na, hier geht's dann wohl nach draußen. Okay. Ein Ofen. Sieht aus, als würden dort bequem zwei kleine Kinder reinpassen. Perfekt. Und was soll es bringen, Ihre Gasrechnung unnötig in die Höhe zu treiben? Keine Ahnung. Ich könnte ja was backen. Kessel? Ein typischer, äußerst robuster Hexenkessel. Erkenne ich sofort. Habe schon einige gesehen. Ja. Na, mit dem Ding kann ich nicht viel anfangen. Okay, ein Hexen. Oh, ein Buch. Wow, das Zauberbuch einer Hexe. Ich würde mal sagen, es nehmen wir mit. Hier ist das Rezept für die magischen Bohnen. Da steht, man soll eine Handvoll Kidneybohnen, etwas Wasser, Zucker und Gemüseextrakt mit dem Schweiß eines Frosches mischen. Das Ganze auf dem Herd 30 Sekunden lang kochen und voilà, magische Bohnen. Okay, was? Da steht, man soll eine Handvoll Kidneybohnen, also etwas Wasser, Zucker und Gemüseextrakt mit dem Schweiß eines Frosches mischen. Und Froschschweiß. Okay, was davon haben wir? Zucker. Also ich würde sagen, das ist Zucker. Und vielleicht noch Wasser, aber sonst haben wir... Wir haben keine Bohnen. Wir haben... nichts. Okay. Das war's mit dem magischen Bohnen. Aber gut zu wissen, wir werden wohl mal Sachen für magische Bohnen farmen müssen. Wir kriegen sicher irgendwo was. Ob das wohl dasselbe Spinnrad ist, das Dornröschen zum Verhängnis wurde? Da wir gerade beim Thema sind, ein wenig Dornröschen in unserer Story wäre gar nicht so schlecht gewesen. Au! Au, au, Idiot. Au, das tut weh! Hey! Okay, wir sind eingeschlafen. Bringt uns das jetzt was? Was zum... So ein Mist! Das hört sich anders an. Scheiße! Warum müssen auch überall so viele Dornsträucher rumstehen? Oh, ich reiß mir ja die ganzen Sachen auf! Warum ist das Bild schwarz? Aha, eine Maid in Nöten. Hab ich's doch gewusst. Habt keine Angst, meine Dame. Ich werde euch von dem Bann erlösen. Oh je. Er wollte ja Dornröschen.
Was zum Teufel versuchst du da? Kann man sich hier nicht mal ein paar Minuten ausruhen, ohne dass irgendein dahergelaufener, lüsterner Perversling einem die Zunge in den Hals rammt? Du standest unter dem Einfluss eines Bannzaubers. Unsinn! Sehe ich deiner Meinung nach etwa wie eine Maid in Nöten aus? Naja, mit dem Kleid und deinen Haaren und allem. Der Fehler hätte jedem unterlaufen können. Versuch beim nächsten Mal erst die Situation zu erfassen, bevor du auf unschuldige Leute losgehst. Tut mir wirklich leid. Ich habe bloß versucht, meinen Teil beizutragen. Schließlich bin ich ja ein Held. Echt? Du klingst nicht unbedingt wie einer. Mein Name ist Prinz Tapfer. Ich bin darauf spezialisiert, Flüche zu löschen, Prinzessinnen und Ähnliche zu retten und böse Monster zu erschlagen. Obwohl ich Missionen der letzteren Kategorie gewöhnlich scheue, verfüge ich doch über ein gewisses Talent. Kann ich verstehen, das mit dem Scheuen. Übrigens, hast du mal eine Nadel? Ich musste mich durch all diese Dornenbüsche draußen schlagen und hab mir dabei das Hemd aufgerissen. Ja, klar. Ach nee. Ah ja, eine giftige Schlafnadel. Glaube mir, davon habe ich schon reichlich gesehen. Sieht nicht aus, als wäre noch genug für eine weitere Dosis drin, aber ich sollte dennoch vorsichtig sein. Mist! Das mit dem Missverständnis tut mir leid, Kleiner. Leb wohl. Was war das? Aber okay. Das war ein klein bisschen mehr Dornröschen in der Story. Au. Ist da vielleicht was unter Bett? Nö. Das will ich auch irgendwie so ein. Wir müssen scheinbar... Das war in einer der ersten Folgen, wo wir das Chakara unter dem Bett gefunden haben. Also wir müssen vielleicht auch öfter mal nach unten gucken. So. Jetzt möchte ich mal den Kessel hoch. Ach, komm schon, Simon. Hallo. Jetzt hat. So. Da packe ich ohne einen guten Grund überhaupt nichts rein. Gut. Ich will die Hexe doch nicht nur so zum Spaß verärgern. Ich schon. Da packe ich ohne einen guten Grund überhaupt nichts rein. Ich will die Hexe doch nicht nur so zum Spaß... Wow, die eingebrannten Reste lösen sich vom Boden. Okay. Was hat das jetzt gebracht? Eine leere Dose Cholera. Okay, wir haben jetzt eine leere Dose. Cholera. Hast du irgendwelche Probleme? Wie soll das denn bitte funktionieren? Was weiß denn ich? Kann ich mal experimentieren. Da packe ich ohne einen guten Grund okay, überhaupt nichts rein. Okay, wir haben jetzt Cola reingeschüttet. Ich will die Hexe doch nicht nur so zum Spaß verärgern. Simon. Eieieiei. Die Frage, was uns das jetzt bringt. Boah, als die Hexe das mit dem Unerfreulichen gesagt hat, hat sie nicht übertrieben. Tja, kleiner Freund, tut mir leid. Hey, wir haben einen Frosch. Du kommst besser mit mir, bis ich weiß, wie wir das wieder hinkriegen. Ach, das war die Explosion. Sehen aus wie die Sachen von unserem Prinzen hier. Da schaut die magische Nadel raus. Die wird mir sicher mal gute Dienste leisten. Na, die würden mir nicht passen. Abgesehen davon finde ich Gefallen am Tragen einer Robe. So luftig und bequem. Jetzt habe ich eine Nadel. Und einen Frosch. Ja, wir haben einen Frosch. Es ist jener Held, den ich versehentlich in einen Frosch verwandelt habe. Ja, vielleicht können wir den Frosch jetzt auch noch in den Topf werfen. Ich meine, wir brauchen ja noch Froschschweiß. Jetzt haben wir schon mal den Frosch für den Froschschweiß. Geh da hoch. Simon! Hab dich nicht so. Frosch. Frosch, Frosch, Frosch. Wo ist der Frosch? Da. Im Rezept steht Froschschweiß, nicht ein ganzer Frosch. Wie kriege ich jetzt Froschschweiß aus dem Frosch? Frosch mit Glas. Ich glaube, er hat für heute genug gelitten. Vielleicht muss ich ihn irgendwo als Köder benutzen. Vielleicht solltest du mal dein Gehirn benutzen. Du weißt schon, das komische Ding in deinem Kopf, das dürfte wesentlich sinnvoller sein, als einfach nur wild zu versuchen, Dinge zu kombinieren. Ja, manchmal geht's nicht anders. Oh, man kann ihn nicht als...
Vielleicht solltest du mal dein Gehirn benutzen. Ja, du weißt schon, das komische Ding in deinem Kopf, das dürfte wesentlich sinnvoller sein, als einfach nur wild zu versuchen, Dinge zu kombinieren. Ja, vielleicht können wir das draußen mit der Linse kombinieren, den Frosch, dann können wir ihn vielleicht zum Schwitzen bringen, so wie wir das Dynamit anzünden. Ansonsten, irgendwo muss der Frosch halt mal schwitzen. So, hier, wir sind draußen. Wo war die Linse? Da war die Linse. Jetzt haben wir den Frosch nicht mehr. So, zack. Nein. Gut, dann geht das halt nicht. Jedenfalls haben wir jetzt hier das hübsche Hexenhaus gefunden. Jetzt brauchen wir noch Bohnen, Froschspeis, irgendwas Gemüsiges. Zucker haben wir rein, Wasser kriegen wir sicher auch noch irgendwo. Vielleicht können wir Wasser hier irgendwo mitnehmen. Es ist leer. Ja. Deswegen will ich ja, dass du es hier voll machst. Vielleicht können wir die Dose voll machen. Aber vielleicht brauchen wir auch kein Wasser. Was ist denn die Dose hier? Ich frage mich, wo der nächste Recyclinghof ist. Okay. Geht schon mal nicht. Naja, was machen wir jetzt? Was machen wir hier? Wir brauchen immer noch irgendwie Fische. Für den komischen Zwerg hinten. Und wir brauchen immer noch irgendwie Geld. Deswegen würde ich fast sagen, wir gehen jetzt mal nochmal Schmetterlinge jagen. Weil ich brauche die 50 Kröten. Und ich brauche vielleicht nochmal eine Cola-Dose oder so. Deswegen sollte ich ein bisschen mehr farmen. Joa, jetzt schauen wir mal. Wo können wir da jetzt immer hin? Was? Pfefferkuchenhaus, okay. Das ist Aberdale. Da ist das. Hier war ja der Gnomenwettbewerb. Hier gibt's Gnome. Da kommen wir irgendwie noch nicht hin. Da ist die nutzlose Brücke. Da gab's Fische, an die wir nicht rankommen. Hier ist die Hütte am Wassertor. Großes Loch. Komische Felsformation. Im Vulkan weiß ich auch nicht, was das bringen soll. Volltrottel mit Kuh. Da sind die Schmetterlinge. Beim Volltrottel mit Kuh können wir die magischen Bohnen eintauschen gegen. Ich hab zwar vergessen was, aber gegen irgendwas. Aber wir können es zumindest eintauschen. Dieses Gepiepe, ey. Ich hätte echt ein Modemgeräusch genommen. So ein richtig schönes altes Krieg, 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 oder wie das war. Das war die Hölle. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, aber das war echt immer. Hat man viel Spaß, wenn die losgegangen sind. So. Gibt's hier irgendwas? Nein. Nur ein Idiot mit der Kuh. Hier. Achso, jetzt kann ich nicht mehr rennen. Was soll der Scheiß? Ich will doch rennen! Schmetterling! Da! Komm schon! Ich krieg dich! Oder auch nicht! Lauf nicht weg! Ah, okay, wir haben ihn gekriegt. Soll ich den behalten? Ja. Ich brauch das Geld. Die waren jung und brauchten das Geld. So, wo ist denn jetzt dieser Idiot? Irgendwo da, genau. Ich würde auch gerne wissen, was mit dem Schlafkraut auf sich hat. Vielleicht kann ich die Nadel da aufladen. Eine märchenhafte Spinnnadel, die mit Schlafgift getränkt ist. Okay, vielleicht können wir hier irgendwie. Ich fasse das nicht an. Okay. Könnte ja giftig sein oder so. Gut nicht. Versuch was wert. Dann gehen wir erstmal zum Schmetterling-Fuzzi. Oh. Hat da ja was zum Angucken. Dies ist wahrscheinlich ein langweiliges wissenschaftliches Magazin. Okay, das habe ich noch nicht gesehen. Vor allem, das hängt irgendwie so halb in ihm drin. Das liegt. Das steckt in seiner Hüfte. Das ist ja widerlich. Immer Treu und Redlichkeit. Ja, so. Ich möchte mir mal das Buch anschauen. Was ist das? Buch, Buch, Buch. Da. Was ist das?
Hier steht, dass der wertvollste aller Schmetterlinge der große Schillerfalter ist. Und da ist auch ein Bild. Ah, er ist mindestens 250 Kröten wert. Aber wo gibt's den? Kann man da noch mehr machen? Hier steht, dass der wertvollste aller Schmetterlinge der große Schillerfalter ist. Und da ist auch ein Bild. Ah, er ist mindestens 250 Kröten wert. Ich frag mich, ob ich den irgendwo jemals finden werde, aber ist gut. Jetzt haben wir so ein Schmetterlingsbuch, ob wir es nie brauchen werden. Ich habe einen Schmetterling gefangen. Echt? Lass mal sehen. So. Was für ein hübscher Adonisfalter. Du kriegst 4 Kröten für ihn. Es ist nett, mit dir Geschäfte zu machen. Ich habe jetzt 4 Kröten dafür bekommen. Okay, was bringt mir jetzt das Buch? Außer, dass ich den einen Schmetterling... Nur Schmetterlinge. Da sind sogar Bilder drin. Erste Sahne. Ja, okay. Was auch immer das jetzt gebracht haben soll... wir haben ihm jetzt hier das Buch geklaut und... Nein? Hier steht, dass der wertvollste aller Schmetterlinge der große Schillerfalter ist. Der große Schillerfalter, nicht vergessen. Er ist mindestens 250 Kröten wert. Ja, wenn wir den mal kriegen würden. Ansonsten, war's das für die Folge. Wir haben das Hexenhaus gefunden, das ist schon mal ein guter Fortschritt. Wir haben ein Rezept, wie wir magische Bohnen herstellen und... haben auch schon quasi 2 der Zutaten. Das eine ist schon im Topf, die andere haben wir in der Tasche. Die Kröte. Der arme Prinz. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch irgendwie brauchen, ist noch mehr Kröten. Das werden wir in der nächsten Folge machen und dann werde ich nochmal danach versuchen, diesen Fisch irgendwie zu fischen. Muss ja irgendwie gehen. Genau. Und... damit verabschiede ich mich aus dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und wir haben endlich mal wieder was Neues erlebt und so. Und ich laufe noch ein bisschen planlos durch die Gegend. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao.